So, und damit. Hallo Leute, was geht ab? Ich komme zu einer Folge von Cyberpunk 2077 und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ganz ehrlich, nö, ich habe es schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich glaube, seit dem letzten Update mal ein Video gemacht und das war's. Okay, pass auf. El Guapo. Wenn du eine Gummipuppe nimmst, ich bin irgendwo in. Okay, ich bin in einem Turm. Warum ist das was anderes als ich bin am Cloud. Ich komme aber nicht rein ins Cloud. Nee. Okay, ich weiß auch gar nicht, was für eine Mission wir gerade annehmen. Journal, Second Conflict, Bedrohung Mittel. Begib dich zu Dennis Villa. Okay. Mal im Engweg mal aus. Okay, Bedrohung hoch. Finde alle Tarot-Grafikkarten in der Stadt. Okay, wie ist denn me? Lies Claire Nachricht. Dann haben wir hier Kampf. Psycho Killer. Neutralisiere Zerb-Psychos. Okay. Das ist ja die Hauptmission mit. Ja. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Oh, was ist jetzt los? Ja. Was soll ich denn da jetzt runterkommen? Was bist du denn für ein... Ah. Ja, ich kann da nicht rein. Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Jetzt durch, Mann. Hallöchen. Und ich bin auf jeden Fall in einem. Ja. Ich bin auch im Cloud, oder nicht? Klar, ja, ich bin im Cloud. Wieso bin ich niemand? Strange Deckenbeleuchtung. Okay, ich kann hier. Oh, Gettek. Boah, sieht cool aus mit den grünen Leuchten hier runter. Aber die haben die Leute weggeschafft, die ich über den Haufen geschossen habe. Über dem Cloud. Ach, ihr seid ja alle Viereck. Nicht nix. Hot Dog. Mit W. Horwood. Hot Dog. Okay. Ja, und. Nu? Geht nicht, wohin? Du willst mich verarschen, oder? Ja, diese Karte ist. Diese, naja. Diese Wegweiser, ne? Der ist doch wohl kompletter Schrott. Ich kann ihn nicht mal nutzen.
soll ich denn hier ein feindlicher Bereich sein? Feindlicher Bereich. Bitte mehr. Du verarschst mich, Mann. Steuerung ist auf jeden Fall seit dem Update echt scheiße. Oder ich hab. Nachrichten, lokales Netzwerk. Einschalten. Jetzt. Du verarschst mich jetzt. Wahrscheinlich muss ich hier gar nicht rein. Gut, ich habe keine Ahnung, was das war. Aus. Das ist doch jetzt komplette Verarsche, oder? Ich muss in einen ganz anderen Bogro-Komplex. Wir gehen wieder raus aus dem Cloud. Das hat doch echt keinen Sinn jetzt hier. Die Frage ist nur, wo bin ich hergekommen? Was auch immer das war. Red Room. Na gut, ich hoffe mal, das ist nicht jetzt so ein Deep Web Red Room gemeint. Jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus, das ist ein Quatsch. Halt, warte, ich bin in der Nähe von hier. Da. Komm, wir gehen doch erstmal unbedingt mal raus. Dann werde ich dann doch wieder hier. Verarsch mich jetzt. Leute, so komme ich aber nicht rein. Wollt ihr mich denn alle komplett verarschen? Yeah.
gehe jetzt nochmal raus. Aber das hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt rumgeistere und ich muss hier gar nicht hin. Geschweige denn, es gibt einen anderen Einweg. Eingang. Was für ein Bug hier jetzt hier, Mann? Ja. Kumpel, wie komme ich da jetzt rein? Ich komme weder raus noch runter. Begib dich zu Dennis wieder. Ja. Ich möchte aber erstmal auf dem Turm wieder runter. And mix it up! Vorbei, aber wenn du mich angreifst, dann schieße ich euch unten auf den Hügel, oder? Wenn einem so der richtig tot der im Spiel laufen 500 gleiche NPCs rum. Wir spielen wieder auf der 4 und auf der normalen Xbox, das kann nie richtig werden. Es ist so leer, das haben sie durch den Patch, jetzt ist das jetzt noch leer gemacht. Ich sehe gar nichts mehr. Das Spiel hätte so geil sein können. Bist du ein Pferd? Bist du ein Typ? Ah. 1,1 Kilometer? Wollt ihr mich komplett verarschen? Warum stehst du da, du Vollhorn? Alter, die Störung ist richtig vom Müll. Liegt aber auch gar mal im Controller. Boah, hier ist halt gar nichts an NPCs. Boah, die haben mich richtig radikalisiert hier. Radikalisiert nicht.
Also, jetzt habe ich den ins Cloud geschickt oder gesagt, 20 Meter. Was ist denn das für ein Schmuck? Was ist das für ein Schmuck? Bereit für Feindkontakt. Nochmal wiederhole ich mich nicht. Meine Augen. Stolz auf dich. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber... Wie weit sind die... Fahrweisen der Wagen? Du redest mich doch jetzt nicht mit so einem Scheiß, Mann. Fahrphysik ist richtig kacke seit dem Update. Das muss man ja richtig sagen. Siehst du das hier? Was ist denn hier passiert? Die war wohl am Renovieren und Henry hat den Laster genommen. Der Depp konnte immer gut improvisieren. Vielleicht sind sie zu Hause. Klingel mal. Also nicht. Müssen wohl einen anderen Weg finden. Gut. Ich kann auch vor den nehmen. Hast du den Arm offen? Junge, Junge. Danny? Kommt mir scheiß bekannt vor. Was machst du hier? Ist das echt dein Haus? Gut, dass du da bist. Ist das dein Scheißpool? Für den Fall, dass du vergisst, warum du überhaupt hergetorkelt bist? Carrie hat mich geschickt. Wegen dem Konzert. Welches Konzert? Warum redet er nicht? Wir bringen Samurai zurück. Nur für eine Nacht. Dafür will er die Crew wieder zusammentrommeln? Klingt cool. Wird aber nicht passieren. Ich spiele nicht mit diesem Arschloch. Danny. Nein, niemals. Was er habt ihr denn oder ich. Gemacht? Entscheidet euch. Wenn Danny auf stur schaltet, war's das. Wie läuft's? Scheiße. Danny will mich nicht beim Gig dabei haben. Dabei hatten wir uns schon längst geeinigt. Was denn? Carrie bezahlt dich? Darum geht's also. Scheiße. Echt fantastisch. Dann nehmt den Arsch mit und verpisst euch von meinem Grundstück. Ich will das nicht entscheiden. Die Entscheidung liegt wohl bei dir. Fuck, kotzt mich echt an, dass Danny auf einem Machttrip ist und Bedingungen stellt. Andererseits ist Henrys Hirn nur Scop, auf den ist kein Verlass. Danke. Echt hilfreich. Was sollte der Scheiß mit ihrem Pool? Du wusstest, Carrie will, dass Danny mit uns auftritt. Wollte nur einen Schlussstrich ziehen. Schöne Scheiße. Wir reden später. Ich komme nicht mal in die Karre rein. Ich komm. Danny will mich nicht beim Gig dabei haben. Dabei hatten wir uns schon längst geeinigt. Was denn? Carrie bezahlt dich? Darum geht's also. Scheiße. Echt fantastisch. Dann nehmt den Arsch mit und verpisst euch von meinem Grundstück. Ich will. Auf einen müssen wir wohl verzichten.
Kein Problem, das geht schon. Springt sicher jemand für den Gig ein. Ist aber nicht dasselbe. Es wird nie wie früher sein, Carrie. Komm, nimm die Perle. Ach, schon gut. Dann lass uns mit Danny spielen. Fuck, Carrie! Ernsthaft? Sie macht doch so einen Scheiß auf, statt nicht ich! Hör zu, ich geb dir... Weißt du was, Carrie? Fick dich! Kein Glück, dass Silverhand das nicht mit ansehen muss. Fertig? Dann hau ab. Und? Was ist jetzt mit Nancy? Ist auch dabei. Sie plant alles und sagt uns Bescheid. Wir sehen uns bei der Show. Fuck! Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Müssen nur auf Nancys Anruf warten. So, das ist jetzt fährt er mit der geilen Karre weg. Ach du Assi, Mann, gib mir die Karre. Boah, lass mich damit fahren, Mann. Geiles Teil. Tja, würde man sagen. Das war's wohl mit dem Garten. Ne? Gut. Ist alles okay? Nein. Der Anblick von diesem Penner hat mich daran erinnert, dass nichts okay ist. Aber keine Angst. Bis zum Gig bin ich drüber weg. Was Henry ja wohl angetan hat. Also, ist er doch schuld? Danny ist normalerweise nicht so eine wilde Furie. Sie wusste genau, wie wichtig Henry das Konzert ist. Hm. Der Pool war ja ziemlich sicher scheißegal. Gut. Alte Taste. So, Anruf warten. Pacifica, ne. Lies Claire Nachricht. Claire da. Okay, nö, Autorennen kann ich jetzt hier sowas vergessen. The Beast in me. All Luck is Supreme. Das große Rennen. Der Auftrag. Hol die Belohnung, Ripper, keine Ahnung, Klamp. Nö. Psycho Killer, okay. Kampf, nö. Ja, ich will den nehmen. Das ist eine Rohkarte. Ach Gott, ist das. Komm ich denn hier wieder rein? Glaub nicht, ne? Warum ist das zu, Mann? Lass mich deine Villa angucken. Da muss ich mich da reinschießen. Ich komme einfach nicht rein. Ha! Hole at the night. Okay.
komme ich denn? Das ist ja erledigt. Wie war das Interview? Erträglich? War das eine ernst gemeinte Frage? Jetzt komme ich da nicht rein, verdammt. Ach, jetzt kam Blödsinn. Bin ich hier? Ich bin irgendwo auf irgendeinem Gelände. Arasaka-Gelände. Bin ich denn? Bin ich da? Was ist das? Keine Ahnung, wo ich bin. Aber ein Stück wieder. Hallo. Ich glaube, mal einer vorein spaziert. Situation unter Kontrolle. Was wolltest du denn mit dem Zahnstocher jetzt hier? Oh, ich hab dir deinen Arm angeschüttelt. Position halten! Wow. Scheiße, Mann, ich will nicht sterben! Dann geh einfach weg. Ich hab die Seite weggeschossen, wa? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Gut, gehen wir da mal hin. Schau mal bei Sixth Street vorbei und lade denen den Virus auf ihre Tag. Ich verlasse mich auf dich. Oh, und eins noch. Dieser Techie Lucius Rollin. Wäre nett, wenn eine Kugel den Weg in sein Hirn finden würde. Nur so am Rande. Details schicke ich dir. Okay, klingt gut. Amerika. Ah, jetzt einen auf diesen hier. Hacke, Hacke, Hacke den Hacker. Genau, Hacke den Hacker. Hack, Hack. Die ersten Hochrechnungen sind.
Amtsinhaber Weldon Holt von der Devolutionspartei erhielt enttäuschende 27,2% der Stimmen. Zwei Stimmen ist der Absturz durch die Kirche. Ich bin niemals Scheiße gebaut. Des ermordeten Politikers Lucius. Im Ernst? Wo soll ich machen? Ja, hab ich schon gedacht. Ihr habt Autos dabei. Ja. Wie ist denn jetzt auf einmal so schnell gestorben? Was ist denn für ein Quark? Gut. Hallo, geh doch. Tommy, wir verlieren!
verlieren, Leute! Gammelige Einzelbude, wollen wir sagen. Ohne irgendwelche Formen von Nahrung oder Trinkwasser hat sie 2 Wochen lang überleben. Nach ihrer Rettung. Kurzzeitige Erholungspause für eine notwendige technische Prüfung konnten sich die Bergarbeiter zum Glück wieder an die Arbeit machen. Und jetzt wieder zurück zur Erdoberfläche. Militech gab bekannt, dass sie auf dem roten Planeten eine neue Kolonie errichten wollen. Ihre geplante Basis soll in genau 3 Bereiche aufgeteilt werden. Gut, so liebe Leute, ich würde sagen, wenn ich immer hier passend das Video. Ja, haben wir jetzt, geht auch schon wieder richtig lange. Haben wir noch eben diesen Auftrag in Stelle beendet. Und, ich war gespannt, wann Nancy anruft, damit wir diesen Gig mal starten können.
wenn ich auch weiterspiele. Mal gucken. Je nachdem. Ich weiß noch nicht. Weil an sich ist es ein geiles Spiel. Kann man nicht sagen. Das ist ein geiles Spiel. Aber natürlich die Abschnitte, die Bugs und technisch läuft es natürlich komplett scheiße. Das ist auch der Grund, warum es mich jedes Mal wieder abhält, weiter zu zocken. Aber gut, ich habe jetzt schon länger gespielt als die letzten Male. Dagegen ist innerhalb von ein paar Minuten noch meistens schon Absturz. Wobei, auf der Pro geht's eigentlich. Also da ist es technisch auch noch gar nicht so scheiße. Also die NPCs, ja gut. Das ist jetzt nicht mehr das meiste, was sie hier weg rationalisiert haben. Rationalisiert, wollte ich gesagt, nicht radikalisiert, rationalisiert. Das wollte ich vorhin gesagt haben. Aber ich finde es immer noch an sich ein geiles Spiel. Ne? Geiles Setting. Nur halt viel zu früh auf den Markt geworfen. Gut, mal sehen, ob ich nächstes Mal weiter spiele. Wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne mit dabei. Und dann würde ich sagen, tschüss und schönen Tag. Bis dahin und schönen Mittag.